Dieses Thema wurde heiß diskutiert. Wie Schriftsteller Peter Rehwinkel in seinem Buch Amalia de Plechtröbt schrieb, soll es den niederländischen Thronfolgern und Folgerinnen, in diesem Fall Prinzessin Amalia, verboten worden sein, eine gleichgeschlechtliche Ehe zu führen. Das würde ganz einfach mit der Thronfolge zusammenhängen. So könne die Königin der Niederlande nämlich keinen herkömmlichen Nachwuchs erwarten. Jetzt schaltet sich die Regierung ein und stellt klar, dass die seit 2001 in den Niederlanden legalisierte gleichgeschlechtliche Ehe auch Royals zusteht. Der Ministerpräsident der Niederlande, Mark Rutte, äußert in einem Statement, dass es nur um theoretische Situationen ginge, die zukünftige Königin aber sehr wohl eine Frau heiraten könne. Deshalb sieht das Kabinett nicht vor, dass ein Thronfolger oder der König abdanken soll, wenn er oder sie einen gleichgeschlechtlichen Partner heiraten möchte, so Rutte auf eine schriftliche Anfrage seiner eigenen Partei im Parlament. Das Kabinett soll demnach die Frage diskutiert haben, ob diese royale Regelung noch den Normen und Werten 2021 entsprechen würde. Dabei kamen sie ganz klar zu dem Entschluss, dass es auch dem Monarchen oder der Monarchin des Landes zusteht, eine gleichgeschlechtliche Ehe zu führen. Demnach wurde aber nicht offiziell erklärt, wie es sich mit der weiteren Thronfolge verhält, sollten Kinder aus der Ehe hervorgehen, etwa durch Adoption oder Samenspende. Diese Frage wäre laut Kutte furchtbar kompliziert. So besagt nämlich die Verfassung, dass dem König oder der Königin nur ein rechtmäßiger Nachkomme folgen könne. Dem niederländischen Fernsehen macht der Ministerpräsident aber klar, sollte es zu dieser Situation kommen, würde der gleichgeschlechtlichen Ehe zugestimmt werden. Lasst uns diese Brücke überqueren, wenn wir dazu kommen. Anlass zu dieser Diskussion lieferte Amalias 18. Geburtstag, der im Dezember bevorsteht. Für die Thronfolgerin ein sehr wichtiger Geburtstag. Nicht nur, weil sie volljährig wird, sondern auch, weil sie damit wichtigere Aufgaben im Königshaus übernehmen wird. Doch bis zu einer Heirat Amalias dauert es sicherlich ohnehin noch. In diesem Jahr bestand sie erstmal ihr Abitur mit Auszeichnung. Sicherlich wird Amalia sich bald auf ein Studium konzentrieren, bevor sie sich über eine Hochzeit Gedanken macht.